Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen im neuen Jahr. Guten Morgen und wir starten, wie gesagt, wie Harald schon sagte, in eine neue Serie. Und diese Serie wird beginnen mit gefährlichen Gebeten, aber vielmehr wird es das Jahresthema einläuten. Wir haben uns im Sommer oder kurz nach dem Sommer als Pastoren zusammengesetzt und gebetet und überlegt, was wird das Jahresthema wohl sein für 2018? Was ist der Punkt, der uns in Grünheide, der uns in Tempelhof, der uns in Friedrichshain so verbindet und prägen soll, dass wir sagen, da legen wir einen besonderen Schwerpunkt drauf. Und wir haben uns relativ schnell, ich glaube nach 3-4 Wochen schon festgelegt und gesagt, es wird was mit Gebet zu tun haben. Wir wollen das Thema Gebet neu in die Mitte rücken und haben uns entschieden für diesen Satz, für diesen Slogan, Beten verändert. Nicht nur Gebet verändert, sondern Beten verändert. Beten verändert ist was Aktives. Beten verändert, das soll uns als Kirchen, als Gemeinden, als einzelne Personen nochmal so neu vorwärts bringen. Wir wollen in diesem Jahr sowieso den Turbo zuschalten. In meinem Auto war mal der Turbo kaputt und ich konnte Gas geben, wie ich wollte, da passierte nichts, weil der Turbo nicht eingeschaltet war, weil der kaputt war. Und wir wollen für unser Gebetsleben den Turbo dazu holen. Vielleicht die Handbremse lösen. In irgendeiner Vorbereitungsrunde, da hat jemand gesagt, so, lass uns doch jedes Teamtreffen, also es soll kein Teamtreffen mehr geben, wo es keine Gebete gibt, wo man nicht betet, kein Leitungskreis, keine Probe, kein Treffen gibt, wo nicht irgendwie das Gebet eine Rolle spielt. Und wenn wir es doch mal vergessen, weil wir so viele To-Dos haben, dann muss irgendeiner aufstehen und sagen, hey, wir haben vergessen, die Handbremse zu lösen. Wir wollen weitergehen, wir wollen beten, wir wollen, dass Gebet uns bestimmt, weil Gebet verändert, weil Beten verändert, weil aktiv beten verändert. Und ich glaube, egal ob du Christ bist oder ob du Atheist bist, jeder Mensch betet irgendwie an einer Stelle. Manchmal nennt man es ein bisschen anders, aber dieses Anliegen, dass Dinge passieren, dass irgendwas passiert, dass irgendjemand Einfluss nimmt, dass irgendwas Spirituelles vielleicht sogar passiert, das ist da. Das ist in den Menschen. Und von daher, diesem wollen wir uns stellen. Und ein coolen Satz, den wir gelesen haben, ist von Johannes Hartl, die gerade unten eine ziemlich coole Konferenz halten. Da heißt es, Gebet ist zwar nicht alles, aber ohne Gebet ist alles nichts. Gebet ist zwar nicht alles, aber ohne Gebet ist alles nichts. Also das ist unser Wunsch, dass wir Gebet durch alle Dinge durchziehen. Dass Beten wirklich verändert. Ich habe mir privat nicht so viel vorgenommen, aber eine Sache, und die hat mit diesem Thema zu tun, nämlich, dass ich sage, ich möchte Gebet, ich möchte dieses geistliche Prinzip, diese geistliche Übung von Gebet nochmal neu erleben. Ich möchte da einen Schritt weiterkommen. Ich möchte mehr erleben als das, was ich bisher erlebt habe. Dass ich furchtlos beten kann, dass ich mich traue, manchmal Dinge auch wirklich anzubeten, also loszubeten, loszulegen, dass ich einen Glauben dazu packe zu dem, was ich da manchmal sage. Dass ich mehr Glauben reinpacke. Dass ich nicht das Gebet so nutze als letzte Chance, die irgendwie noch da ist, so den letzten Strohhalm, den man irgendwie ergreifen kann. Wenn nichts mehr geht, dann bete ich halt noch. So machen wir das ja manchmal. Sondern, dass ich tatsächlich anfange, Gebet als ersten Schritt zur Lösung zu sehen. Corrie ten Boom, eine Frau, die sehr bekannt ist, die hier in der Region so mal eine Zeit lang unterwegs war, die sagte mal, Gebet sollte nicht unser Ersatzrad sein. Das, was ich irgendwann raufpacke, wenn irgendwie nichts mehr geht, sondern es soll das Steuerrad sein. Das soll der Anfang sein, weil Beten verändert, weil Beten eine Richtung bringt, weil Beten vorwärts bringt. Gebet sollte unser Steuerrad und nicht unser Ersatzrad sein. Oft beten wir, wenn es zu spät ist und nicht am Anfang. Ich habe mich ein bisschen hinterfragt oder uns Christen manchmal hinterfragt und ich habe eine Statistik so ein bisschen überschlagen und habe gesagt, lass uns mal angucken, wie Christen heutzutage beten. Und habe festgestellt, dass wir uns in verschiedenen Bereichen aufhalten. Also wir bitten ganz viel, das fällt uns ganz schnell leicht, was man alles noch braucht oder was der Nachbar braucht oder was der andere braucht. Wir bitten relativ viel. Beklagen, das tun wir uns auch ganz gerne, das können wir, da haben wir schon was gelernt. Ja. Aber fürs Danken geht es eigentlich auch noch, weil wenn man sich da mal hinsetzt, dann fallen ihm auch Dinge ein, wofür die man dankbar ist. Mit dem Zuhören ist es dann schon ein bisschen schwieriger, also zumindest bei den Leuten, die gerne reden. Und die anderen beschäftigen sich vielleicht mit anderen Dingen. Ja, aber Zuhören ist tatsächlich im Gebet oft ein Teil, der zu kurz kommt. Zumindest, wenn ich mich und meine Freunde so beobachte, merke ich, dass wir zu wenig zuhören. Und Gebet ist ein Teil, wo man auch zuhört, wo es ein Dialog ist. Wir verwenden sehr viel Zeit darauf, uns bei Gott auszukotzen, zu erzählen, zu meckern, die Wünsche zu äußern. Aber zum Zuhören kommen wir oft nicht, weil wir denken, ich habe es jetzt Gott gesagt, jetzt muss ich schnell meine To-Do-Liste weitermachen, jetzt muss ich die Probleme lösen, ich habe es Gott ja gesagt, jetzt muss ich losgehen. Zuhören ist auch ein Teil. Und ich glaube, das ist, was die Leute damals an Jesus auch fasziniert haben, dass die Jünger gesehen haben, ey, wenn Jesus betet, das ist nicht nur die ganzen Probleme abladen, das ist nicht so ein, oder so ein Ausruhen, so eine geistliche Yoga-Übung, wo man dann irgendwie zur Ruhe kommt, sondern da ist eine Beziehung drin. Da ist tatsächlich eine Beziehung zwischen Jesus auf der Erde und dem Vater im Himmel und da ist ein Dialog, also ein Reden und ein Hören. Und ich glaube, das ist, was die Jünger so fasziniert hat. Warum sie dann auch sagen, als sie ihn einmal getroffen haben beim Beten,
oder nachdem sie das gesehen haben, haben sie gesagt, Herr, bring uns das bei. Lehre uns zu beten, Lukas 11, ne? Bring uns das bei, wie man diese Verbindung hält, wie man Gebet tatsächlich nicht nur als einzelne Gebetszeit und die haben wir dann einmal am Tag oder so. Das hatte Jesus auch, der hatte seine persönlichen Zeiten, aber Jesus hatte eine beständige, innerlichen, wie so einen beständigen innerlichen Dialog, den er mit Gott hatte. Und darum drehen wir uns in diesem Jahr, dass wir nicht eine Reihe machen, jetzt haben wir alles gelernt und dann haben wir es irgendwie drauf, sondern dass wir Punkte setzen, dass wir uns herausfordern, zu gucken, wie können wir in diesem beständigen innerlichen Dialog sein. Und wir schauen uns in diesen ersten Wochen gefährliche Gebete an. Was sind gefährliche Gebete? Das sind Gebete, die dich herausfordern, wo du eben nicht auf Nummer sicher gehen kannst. Nummer sicher gehe ich, wenn ich bete, Friede sei mit dir. Oder segne mich. Das sind so allgemeine Gebete, die will Gott. Da mache ich erstmal nicht viel falsch. Ist schön, wenn man sie betet, aber da gehe ich auf Nummer sicher. Schön allgemein formulieren, weil dann wird das auch nicht so schlimm, wenn es nicht passiert. Da steckt eine Angst dahinter, ne? Ich habe mal gehört diesen Satz, allgemeine Gebete werden allgemein beantwortet. Allgemeine Gebete werden allgemein beantwortet. Wenn ich sage, segne Klaus-Dieter oder wen auch immer, da habe ich vielleicht nicht eine konkrete Vorstellung. Wir meinen das gut, aber wir wissen oft nicht genau, was es konkret meint. Oder sei mit uns auf der Heimfahrt. Ja, ich meine, ist Gott weg, wenn wir vergessen zu beten? Sei mit uns. Also wo ist denn Gott dann? Haben wir jetzt Pech gehabt, weil wir nicht gebetet haben? Gilt sein Versprechen nicht, dass er immer bei seinen Leuten ist? Gilt das nicht, wenn wir nicht gebetet haben? Das ist manchmal ein komisches Denken, was wir haben. Aber konkret beten wollte ich eigentlich sagen. Konkret beten wäre, sei mit uns in der Heimfahrt, heißt, schenk mir Aufmerksamkeit. Oder halte Idioten fern. Oder schenk mir einen guten Parkplatz. Oder gib uns ein gutes Gesprächsthema, damit wir uns gut unterhalten können, damit die Fahrt gut ist. Also allgemeine Gebete werden auch nur allgemein beantwortet. Da wirst du gar nicht so die Antworten vielleicht entdecken oder musst viel mehr deuten. Wenn du konkret betest, wirst du konkrete Antworten sehen. Und das ist dieser Gebetsstil von Jesus, der ein bisschen anders ist als unser. Der hat den Fokus nicht so sehr, immer wieder diese Probleme zu benennen, sondern durch diesen innerlichen Dialog, den er immer wieder hatte mit seinem Vater, wusste er oft die Antworten schon, bevor die Probleme da waren. Also wenn du guckst, wie er mit den Problemen umgegangen ist, die an ihn herangetragen wurden, der hatte eine Antwort. Wenn Leute kamen und krank waren, er hatte eine Antwort. Der Heilige Geist hat ihm so einen Durchblick gegeben. Wenn Sorgen da waren, wenn Sünde da waren, Jesus wusste schon, wie er darauf reagieren muss. Er wusste recht schnell, was zu tun ist, weil er diesen Durchblick vom Heiligen Geist hatte. Er wusste, was zu tun war durch diesen, wie so eine Standleitung, durch diesen ständigen innerlichen Dialog, der einfach da war. Er wusste, was zu tun war. Ich habe mich früh eigentlich an eine Situation erinnert aus Rumänien. Da war ich vor ein paar Jahren mit in einem Missionseinsatz und da war eine Frau aus Texas irgendwie dabei, ein bisschen älter schon. Und die morgens kam sie zum Gebetstreffen dort und sagte, ich habe ein Bild vor Augen von einem Mann, den wir heute treffen werden. Und der wollte sich umbringen, wir müssen den finden. Naja, ich als kleiner Deutscher denke, okay, mal gucken. Ist ja, mal schauen, was da passiert. Das ist ja Texaner, die erleben ja alles Mögliche. Und dachte, okay, ich bin gespannt. Also es war nicht, dass ich da keinen Glauben dran hatte, aber ich dachte so, okay, das wäre jetzt schon eine krasse Sache, wenn da jetzt was passiert. Und dann sind wir in die Dörfer gefahren, wo wir Sachen verteilt haben. Und sie sagte, ich muss diesen Mann finden. Die war richtig getrieben davon. Das war so ganz inneres, dringendes Anliegen. Sie hatte, also so deutlich hat sie es auch nicht immer erlebt, dass sie ein deutliches Bild hatte. Aber sie hatte ein Gesicht vor Augen und sagte, ich muss dahin. Und ich war bei ihr in der Gruppe mit dabei und wir sind dann die erste Straße lang gegangen und klingelt von Haus zu Haus. Und nicht nur die wir dachten, okay, die sind besonders ärmlich, sondern sie klingelt überall. Und wir machen das den ganzen Vormittag. Eigentlich wollten wir Sachen verteilen, aber an diesem Vormittag hat sie nur diesen Mann gesucht. Und wir gehen durch die erste Straße, und wir gehen durch die zweite Straße und wir finden ihn nicht. Wir gehen durch die dritte Straße und finden ihn nicht. Wir gehen durch die vierte Straße, finden ihn nicht. Ich merke, die Zeit wird knapp. Ist den Amis manchmal egal. Aber wir gehen die Straßen auf und haben gesagt, sie findet ihn nicht, wir müssen ins nächste Gebiet. Weil wir hatten uns das Dorf ein bisschen aufgeteilt. Ende der Geschichte ist, wir haben es ihn nicht gefunden. Wir sind zurückgefahren und haben Sachen für den Abend vorbereitet, wo wir eine Veranstaltung hatten. Und in der Abendveranstaltung war ich auf der Bühne und merke, sie kommt dann irgendwie angerannt und sagt, ich habe ihn gefunden. Zwischen diesen 700 Leuten, die dort standen, kam sie plötzlich nach vorne und sagt, ich habe den Mann gefunden und ich habe ihn angesprochen und das stimmte, was Gott mir gesagt hat. Und da habe ich gedacht, wow. Da habe ich kurz gedacht, Alter, wie nah ist die Verbindung zwischen ihr und Gott, dass er ihr manchmal Antworten gibt für Probleme, die noch gar nicht da sind, die man menschlich nicht sehen kann. Und wie viel Mut bringt diese Frau auf, den Mann dann auch anzusprechen? Wie sieht es denn mit mir aus? Würde ich mich trauen, bei so einem Eindruck, ihn auch anzusprechen? Das sind Auswirkungen von innerlichen Gebeten.
ich denke manchmal, also ich freue mich ja schon, wenn ich meinen Blick selber frei bekomme. Also auf der Autobahn, wenn du manchmal fährst und hast vielleicht den Scheibenwischer nicht an, also es regnet und dann regnet es voll und du kennst das Bild vielleicht, dass plötzlich das nichts mehr sieht, wenn der Scheibenwischer kaputt ist oder was auch immer, oder du stehst an der Ampel und es bewegt sich nicht. Du siehst ganz wenig. Da freue ich mich ja schon, wenn ich schaffe, den Scheibenwischer anzumachen, wenn ich schaffe, das Gebet anzuschalten, um den Blick für mich frei zu bekommen, dass Gott den Weg für mich wieder sichtbar macht. Das ist für mich oft so eine Auswirkung von Gebet, dass ich mehr Dinge sehen will, dass ich sehen will, wo der Weg lang geht, damit der Scheibenwischer ständig an ist. Aber wie wäre das, wenn ich das auch für andere tue? Wenn ich nicht nur meinen Blick schärfe, sondern auch den Blick für andere, indem ich bete und mutig vorangehe. Das sind Sachen, ey, wenn ich da in einem halben Jahr zurückgucken will, da will ich weiter sein, da will ich weiterkommen. Das ist dieser beständige Dialog, dass du im Laufe des Tages einfach mit Gott im Gespräch bist, immer wieder Gedanken teilst. Ich wollte eine Sache noch erzählen von Sandra. Die hat zwischen den Feiertagen, hatten wir ein bisschen getextet, und sie sagte, sie sucht ein Get-Free-Wochenende. Das sind diese Wochenenden im ICF, wo du mit deiner Vergangenheit aufräumen kannst, wo du Buße tun kannst, wo du Dinge ans Kreuz bringen kannst, wo du Heilung erleben kannst. Und sie sagte, ich kann nicht mehr so lange warten. Ich habe hier einen Fall, die braucht es jetzt. Wir können nicht warten, bis wir hier in Grünheide so ein Ding im nächsten Jahr starten, sondern das muss jetzt losgehen. Und dann haben wir ein bisschen überlegt und sie hat gebetet, ich habe gebetet und da haben wir rumgehorcht und festgestellt, habe ich dann ihr geschrieben, irgendwie Bielefeld. Bielefeld ist nicht so weit weg, die machen das auch ziemlich gut, brauchst du nicht nach München. Überleg doch mal, ob es dahin ist. Und dann kam am nächsten Tag die Antwort, Halleluja, genau da ging die Richtung hin. Ich brauchte diese Bestätigung, ich wusste, dass Gott mir eine Bestätigung gibt von einer Stadt und jetzt wo du sagst, das ist genau das Ding. Sie wusste, Gott ist ihr Ratgeber, der das beantwortet. Weil man das nicht reduziert hat auf eine einzelne Stunde am Tag oder auf eine Zeit in der Woche, sondern weil es ein beständiges Ding ist, mit offenen Augen durch die Welt zu gehen und zu hören, was sagt Gott und wo könnte das eine Lösung sein. Dieser beständige Dialog, der innerliche Dialog, der durch Reden und Hören geprägt ist. Heute schauen wir uns ein Gebet aus der Bibel an, von König David, nämlich Psalm 139. Und dieser Psalm, der ist für manche vielleicht bekannt, weil es einige bekannte Verse daran gibt. Dieses von allen Seiten umgibst du mich und legst auf mich deine Hand, kennt man. Oder wohin könnte ich schon gehen, um deinem Geist zu entkommen? Wohin könnte ich fliehen, um deinem Blick zu entgehen? Ein sehr gern benutzter Taufvers ist auch dieses, ne? Ich danke dir dafür, dass ich so wunderbar geschaffen bin. Es erfüllt mich mit Ehrfurcht. Ja, das habe ich erkannt. Deine Werke sind wunderbar. Erforsche mich, Gott, und erkenne, was in meinem Herzen vor sich geht. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Das sind so Verse, die klingen schön fromm. Also spirituell, so richtig romantisch, wo man denkt, oh, der hat eine tolle Gottesbeziehung. Wenn man den Kontext sich anguckt, das habe ich vorher auch nicht entdeckt, da habe ich gedacht, so krass, wenn ich gucke, wie David diesen Psalm schreibt, dann ändert sich der Blick vielleicht ein bisschen. David schreibt diesen Psalm nämlich in einer sehr aufgewühlten Lage. Seine Emotionen, die kommen gleich deutlich raus. Und zwar ist er, während er diese tollen romantischen Verse sagt, voller Wut. Der ist voller Hass. Das klingt erstmal sehr romantisch, aber dem ist nicht unbedingt so. In Vers 22, da treibt er das auf die Spitze, wo er sagt, ja, ich hasse sie mit äußerstem Hass und betrachte sie als meine eigenen Feinde. Er redet da über ein paar Leute. Dieses Wort, was da benutzt wird für Hass, das ist die härteste Form im Urtext, die schärfste Form, die es gibt für Hass. Das ist nicht ein, ich mag dich nicht und ich kann dich nicht leiden und ach, du bist doof oder so, sondern das ist wirklich Hass. Also das ist wirklich eine extreme Form von Hass, den er hier fühlt. Und hab das mal im Hinterkopf, wenn du die tollen romantischen Verse liest, dachte ich, wie kriegt man das zusammen? Es ist spannend, da wollte ich rangehen, da gucken wir rein. Und da gehen wir jetzt auch rein. Ich nehme mal den Vers 1 und 2, den wir manchmal schon gehört haben. Herr, du hast mich erforscht und kennst mich ganz genau. Wenn ich mich setze oder aufstehe, du weißt es. Meine Absichten erkennst du schon im Voraus. Du kannst dich jetzt fragen, wie jetzt? Also Gott, du erforschst mich, du erkennst mich, warum muss ich ihm dann auch was erzählen? Also wenn Gott eh alles schon weiß, warum muss ich ihm was sagen? Das kennen wir, diesen Satz, ne? Gott weiß doch eh schon alles, warum muss ich dann auch beten? Das ist doch irgendwie dann Quatsch, warum erzähle ich Gott meine Probleme oder was auch immer, wenn er das eh schon weiß? Muss ich ihn jetzt in irgendwelche Geheimnisse einweihen, damit er mal überrascht ist, was mir so alles passiert ist? Also Gott weiß doch eh schon alles, aber der Satz geht weiter. Der Satz geht weiter, Gott weiß eh schon alles, aber ich noch nicht. Und deshalb betet er. Wenn du meinst, du musst Gott die Dinge erzählen, um ihm was Neues beizubringen, damit er auch endlich was erfährt, dann liegst du falsch. Gott weiß eh schon alles, du kannst ihn nicht überraschen. Aber ich weiß noch nicht alles. Ich meine, man kann Gott alles sagen, soll jetzt nicht sein, dass man nicht Gott nichts erzählen soll, das meine ich gar nicht, ne? Aber du wirst ihn damit nicht überraschen.
Der Punkt ist, dass ich noch nicht alles weiß und deshalb ins Gespräch komme. Und daran erinnert sich David am Anfang dieses Psalms, dieses langen Gebetes. Gott, du weißt doch eh schon alles. Es macht keinen Sinn, etwas vor dir zu verstecken. Diese Klappe, die vielleicht über meinem Leben liegt, die irgendwie zuzuhalten, dass ich Bereiche in meinem Leben irgendwie ausklammer, dass ich denke, ja, irgendwie Gott, ich mach mal die Tür zu, weil da wirst du Dinge nicht sehen. Gott weiß eh schon alles. Und deshalb werde ich weiterbeten. Dieser Satz, das fiel mir auch ein, du erforschst mich und du kennst mich, du erkennst alles, du weißt alles. Der kann bei manchen Leuten auch, je nachdem wie dein Gottesbild ist, vielleicht auch eine Angst hervorrufen. Vielleicht auch so ein bisschen furchteinflößend klingen, so, ja, du weißt alles. Da denkst du, oh, Gott weiß alles? Oh, Backe. Ja, also da kann man auch fast Angst kriegen, dass Big Brother, der da so irgendwie sitzt und dich beobachtet und guckt und NSA forscht dich aus und so, das ist noch schlimmer wahrscheinlich. Also das kann auch sein, dass du denkst, Gott sucht nur deine Fehler. Je nachdem, wie du geprägt bist. Ich habe mal gehört von einem Kinderlied und an der Stelle bin ich froh, dass ich nicht in der Kinderkirche war. Manchmal denke ich, es ist schade, dass ich die ganzen Geschichten, die Leute aus der Bibel kennen, dass ich die jetzt erst irgendwie entdecke oder als Jugendlicher gelernt habe. Aber an der Stelle dachte ich so, okay, das Lied ist mir erspart geblieben. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Pass auf, kleine Hand, was du tust. Kennt das einer? Ja, die Älteren, ja. Also Generation vor mir. Pass auf, kleines Auge, was du siehst. Oder pass auf, kleine Hand, was du tust. Pass auf, kleine Stirn, was du denkst. Denn der Vater im Himmel, ja, er passt auf und er schaut auf dich herab. Dachte ich, das. Ich verstehe darunter, dass Gott angsteinflößend ist. Dass Gott nur meine Fehler sucht. Dass Gott guckt, was ich falsch machen könnte. Und dann, vielleicht bekomme ich Angst vor Gott. Dachte ich, das ist ein gut gemeintes Lied, aber ich bin froh, dass es mich nicht so geprägt hat. Weil wir können vor Gott nichts verstecken, das stimmt. Wir können Gott nicht schockieren. Gott schaut nicht weg, wenn du einen Ausflug auf irgendwelche Internetseiten machst oder deine Kinder anschreist oder irgendwo deine Wutausbrüche rauslässt. Damit wirst du Gott nicht überraschen. Weil es macht keinen Sinn, so zu tun, als würde Gott das nicht wissen. Irgendeine Tür zuzumachen und so zu tun, als müsste man sich irgendwas verheimlichen. Gott weiß schon alles, aber wir wissen es noch nicht. Und da gehen wir weiter. Und deshalb betet David das am Anfang, er bereitet sich vor, er macht sich das bewusst. Ich nehme noch Vers 7 bis 10 raus. Wohin könnte ich schon gehen, um deinem Geist zu entkommen? Wohin fliehen, um deinem Blick zu entgehen? Wenn ich zum Himmel emporsteigen würde, du wärst schon da. Würde ich ins Totenreich mein Lager aufschlagen, auch da wärst du schon. Hätte ich Flügel und könnte mich wie die Morgenröte niederlassen am äußersten Ende des Meeres, so würde auch dort deine Hand mich leiten, ja, deine Rechte würde mich halten. Ich kann vor Gott nicht fliehen. Manche Christen haben, das ist auch so ein Satz, den man schnell mal sagt, so, ich bin vor Gott weggerannt. Würde ich gern wissen, wohin? Oder in welchem Tempo? Also, spiel mal jetzt Fange. Aber das sind so Sachen, die wir manchmal sagen. Ich weiß, was man meint, ne? Aber manchmal sagen wir so Sachen, die komisch sind. Und David sagt, auch wenn du Gott nicht siehst, er ist doch da. Selbst wenn du fliehen willst, wenn du ihm aus dem Weg gehen willst, er ist da. Wie spielen zweijährige Kinder Verstecken? Kennt ihr das? Ja. Und was machen die Eltern? Na, wo ist das Baby? Ja? Ich sehe dich nicht, du siehst mich auch nicht. Ja, es ist ein Spiel, man könnte eigentlich lachen, aber die Eltern spielen damit, weil das Kind. Ich habe als Student haben wir so Kindergeburtstage organisiert und da waren wir mal in einem Garten bei einem Vierjährigen oder Dreijährigen irgendwie und haben Verstecken gespielt mit dem. Und du stehst da und zählst und hörst, wie die Schritte da, wo die lang gehen und wo die durch die Hecke schleichen, um sich zu verstecken. Und du denkst, okay, ich suche trotzdem. Und dann gehst du, na, wo ist er denn? Ist er irgendwo hinter der Hecke? Ist er auf dem Baum? Bist du in ein Loch gefallen? Du hörst den gackern. Und dann kommst du hin und dieser kleine Vierjährige, der hatte das beste Versteck ever. Ich habe dann mein Telefon rausgeholt und habe es fotografiert. Da ist er. Der hatte dieses Hamster-Käfig-Ding über sich gelegt und dachte, das ist das beste Versteck, da wird er mich nicht finden. Ich musste mein Lachen runterschlucken und habe dann weitergesucht. Na, wo ist er denn? Aber wisst ihr, an dieser Stelle habe ich gemerkt, wir Christen ticken genauso wie dieser kleine Junge. Wir wissen noch nicht alles. Gott weiß eh alles, nur wir nicht. Wir denken, wir können uns verstecken, wenn wir irgendwie was drüber ziehen, wenn wir die Türklappe zumachen. Aber Gott weiß eh schon alles. Und Gott lässt sich auch manchmal auf dieses Spiel mit ein und lächelt wahrscheinlich ein bisschen dabei, wenn man denkt, naja, lauf mal, am Ende bist du der sich ein bisschen was vormacht. Aber da dachte ich, so sind wir, so sind wir, so sind wir. Und so ist David auch, dass er sagt, hey, ich brauche mich vor dir nicht verstecken, mein Gott. Ich brauche mich vor dir nicht verstecken. Mit all diesen Gefühlen, mit all den Emotionen, die da sind, ich brauche mich nicht verstecken. Und er ruft sich das nochmal vor Augen. Er merkt und
nutzt diese Zeit, diese ersten 18 Verse, die da in diesem Psalm sind, als wie so eine Vorbereitung, wie so ein Warm-up, sagen, Gott, ich muss dir was sagen. Ich weiß, du weißt schon alles, aber ich muss dir jetzt noch eine Sache sagen. Und dann bricht es aus ihm heraus und er sagt, er lässt plötzlich diesen Hass, der in ihm brodelt, er lässt ihn plötzlich raus. Ab Vers 19, ach, dass du, Herr, oder ach, dass du, Gott, die töten würdest, die sich dir widersetzen. Und ihr alle, an deren Hände Blut klebt, haltet euch fern von mir. Diese Menschen, die reden über dich, Gott, in böser Absicht. Sie, deine Feinde, missbrauchen deinen Namen. Sollte ich nicht hassen, Herr, die dich hassen? Nicht die verabscheuen, die sich gegen dich erheben? Ja, ich hasse sie mit äußerstem Hass und betrachte sie als meine eigenen Feinde. Wenn du guckst, David ist da schon sehr ehrlich und offen Gott gegenüber. Er stellt sich, ist nicht so wie Christen, wir packen das dann immer, verpacken das schön und versuchen die Emotionen nicht rauszulassen und ein bisschen doch an der Stelle vielleicht auch Gott nicht zu schockieren, dass wir sowas denken könnten. Aber David ist an der Stelle, macht sein Herz auf und sagt, Gott, so sieht's einfach aus. Er stellt sich hier die Frage, sollte ich nicht die Leute hassen, die gegen dich sind? Und übrigens, im historischen Kontext, die Leute waren nicht unbedingt gegen Gott, sondern die haben gegen David sich aufgelehnt. David hatte Probleme. Nicht, die haben sich nicht über Gott aufgeregt. Aber so viel ist am Rande. David stellt eine Frage. Er stellt das Ding in Frage. Er stellt diese Emotion auch in Frage. Hey, ist es nicht normal, Gott so zu denken? Wir denken menschlich, das ist doch logisch. Wenn dich einer fertig macht, ist doch klar, dass du so eine Emotion hast. Dass da was hochkocht, ist doch normal, dass man so denkt. Wenn die mich reizen, wenn die mich fertig machen wollen, dann muss ich doch so denken. Wieso ist denn das klar? Wer sagt denn, dass es so sein muss? Meine Erfahrung? Die Mehrheit, die Leute um mich herum, ein paar, die mich kennen, die wissen, dass ich seit ein paar Jahren einen Nachbarn habe, der es nicht so gut mit mir meint und der auch vor Sachbeschädigung oder körperlichen Angriffen nicht zurückschreckt. Und da denke ich so, klar, da kommen Sorgen hoch, da kommen Gedanken hoch, da werden Nerven geraubt, da wird Zeit geraubt, da wird finanzielle Sachen werden da drauf gehen. Aber ich merke, wie sich da Gefühle aufbauen, wie sich da so ein Unmut breit macht, so ein Unverständnis fast, so, oh, ich will mich auch mal rächen und so. Da brauche ich nicht so zu tun, als gibt es nicht. Da brauche ich nicht einen Deckel draufpacken und sagen, na gut, die Gefühle sind nicht da. Da braucht David auch nicht. David macht das auch nicht, dass er sagt, es sind nicht da. Er lässt es raus und er sagt es Gott, er bringt das zu Gott. Die Frage ist, wovon lasse ich mich leiten? Die Frage ist, wohin mit meinen Gefühlen? Wohin mit diesen Emotionen? Es geht nicht darum, dass ich sage, diese Sachen sind schlecht oder die braucht man nicht oder darf man nicht haben. Das meine ich damit nicht. Die Frage ist, wovon lasse ich mich leiten? Von meinen Gefühlen? Von der Meinung von anderen, die dann sagen, ja, ich kenne da jemanden, der kann da mal aufräumen. Der kann ihm mal zeigen, wo der Haken hängt. Ja? Also wovon lasse ich mich leiten? Wovon lasse ich mich beeinflussen? Und ich sage dir, das ist schwer, an der Stelle Gottes Weg zu gehen so, oder die Dinge hinzubringen. Oder wenn du schnell aufbrausend bist, das ist natürlich total schwer, wenn dich irgendwas gerade wieder ankotzt oder dich reizt und du merkst, wie der Puls in dir steigt, die Hitze irgendwie aufkommt. Das ist schwer, an der Stelle zu sagen, okay, wo lasse ich das raus? Ja? Wir reden nicht davon, das wegzureden, zu sagen, das darf man nicht fühlen. Sondern die Frage ist, wo lässt du es raus? Und David sagt, ich lasse es bei Gott raus. Weil bei ihm sind diese Emotionen gut aufgehoben. Gott kann damit umgehen. Der ist nicht geschockt, dass du so fühlst. Er kann damit umgehen. Ich kann nicht damit umgehen. Nicht unbedingt. Weil wenn ich damit umgehe, dann meckere ich die anderen voll. Dann lade ich vielleicht Schuld auf mich oder was auch immer. Dann sage ich den anderen mal die Meinung. Dann lasse ich den Frust an meinen Kindern raus, weil der Nachbar gerade nicht da ist. Oder an meinen Freunden, die dafür gar nichts können. Und dann denke ich so, diese Emotionen, die so da sind, nicht schlimm, wenn die da sind, aber wohin damit? Die Emotionen, die sind wie so eine Temperaturanzeige im Auto. Manche Leute, die Auto fahren, die wissen, da ist dieser eine Pegler, diese Temperaturanzeige. Wenn du siehst, die wird heiß, die kocht hoch, die ist nicht mehr im Normal. Jeder Autofahrer, der halbwegs darauf achtet, der wird rechts ranfahren, weil der weiß, das wird gefährlich, wenn ich weiterfahre. Das wird gefährlich für mich, es wird gefährlich für andere, wenn ich einfach weiterfahre. Und dann fahre ich rechts ran. Emotionen sind diese Temperaturanzeiger. Und David fährt rechts ran. David fährt rechts ran und sagt, ich muss jemanden rufen, der sich auskennt. Für uns ist es vielleicht der ADAC oder eine Werkstatt oder wer auch immer, um zu sagen, woran liegt es denn? Was ist denn da los? Und David sagt auch, ich gehe raus, ich muss an den Rand fahren, ich muss rechts abfahren, um zu gucken, was ist eigentlich los. Und dann betet er dieses gefährliche Gebet. Dann kommt das eigentliche gefährliche Gebet, Vers 23 und 24. Erforsche mich, Gott, und erkenne, was in meinem Herzen vor sich geht. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Sieh, ob ich einen Weg eingeschlagen habe,
der mich von dir wegführen würde, und leite mich auf den Weg, der ewig Bestand hat. Also in diesen ersten ganzen Versen, da macht David diese Klappe über seinem Leben so richtig weit auf. Und er packt die auf und nimmt die und sagt: Gott, das ist mein Herz. So sieht's in meinem Leben aus. Erforsche mich und erkenne mich. Guck dir meine Gedanken an. Guck, was da los ist. Und durchforsche mich. Ihr könnt auch. Und dieses Erforsche mich, da kannst du auch sagen: Durchsuche mich. Die Frage ist, was muss Gott durchsuchen? Mein Herz, mein Leben. Das ist wie vielleicht mit diesen Röntgenstrahlen. Da sieht Gott Dinge, die ich nicht sehen kann. Wo liegen Dinge quer? Was ist da eigentlich los in meinem Herzen? Gott, du weißt doch eh schon alles, aber ich weiß es noch nicht. Deshalb offenbare das. Offenbare meine Gedanken. Der zweite Teil in diesem Gebet. Offenbare meine Gedanken. Warum habe ich diese Emotionen und was verbirgt sich dahinter? Warum ist das so? David ist nicht der Meinung, dass das normal ist, dass er sich damit einfach begnügt, dass es so ist. Er weiß, und ich brauche Gottes Hilfe, um zu verstehen, warum ich fühle, wie ich fühle. In einer englischen Übersetzung, da heißt es: Erkenne meine ängstlichen Gedanken. Da habe ich drüber nachgedacht und festgestellt, hinter vielen Emotionen stecken Ängste. Hinter vielen von solchen Gefühlen ist meistens tatsächlich eine Angst, eine Sorge. Warum habe ich Sorgen? Ich weiß nicht, ob du schlaflose Nächte kennst, wenn die Gedanken rasen oder wenn die Nacht sehr schnell vorbei ist, weil und der erste Gedanke ist wieder diese Sorge, wieder diese Angst. Warum reagiere ich auf diese Person immer so kritisch? Warum kriege ich das und das nicht hin? Warum ist das und das so und so? Fast immer liegt es viel mehr an dem, was in meinem Herzen los ist, als an dem, was die anderen gerade gemacht haben. Hinter diesen Gefühlen, hinter diesen Emotionen liegt viel mehr etwas, was in meinem Herzen los ist, was in meinem Herzen ist, als das, was eigentlich passiert ist. Und da Gott ranzulassen, und das ist ein schweres Gebet. Ich habe das versucht und festgestellt, das ist manchmal ein bisschen hart. Aber da Gott ranzulassen, das ist gefährlich, weil es dir deinen Part zeigt. Warum habe ich Sorgen? Wir Deutschen sind ja gerne bekannt dafür, dass wir uns mit Ängsten und so auskennen, dass wir da gerne drauf sehen und so, auch ob die rational oder irrational sind. Also ich habe gelesen, dass wir, als Fukushima war, dieses Reaktorunglück, dass in Deutschland mehr Jodtabletten verkauft wurden als in Japan. Und dann auch Sachen, die halt auch eh nichts wirken würden hier, ne? Aber da merkt man, wir sind an der Kultur irgendwie geprägt, dass wir auf unsere Ängste, auf unsere Sorgen ganz viel geben. Frag mal einen Versicherungsmakler, was man alles versichern kann. Wovor hast du am meisten Angst? Was sind deine größten Sorgen? Ich meine jetzt nicht Spinnen oder Höhe oder böse Menschen oder so. Was ist deine größte Sorge? Dass du ein Leben lang Single bleibst? Dass deine Ehe nicht zu retten ist? Dass du Ablehnung erfährst? Dass du dich mit deinen Freunden zerstreitest? Dass du zu viel Erfolg hast und damit nicht umgehen kannst? Dass du Verlust erlebst? Was ist deine größte Sorge? Jetzt kommt ein Satz, da habe ich überlegt, ob ich den mit einbaue oder nicht, aber weil er mich so getroffen hat in dem Moment. Ich sage ihn einfach mal. Das, was du am meisten fürchtest, das zeigt, wo du Gott am wenigsten vertraust. Das, was du am meisten fürchtest, wo deine größte Sorge ist, zeigt, wo du am wenigsten Gott vertraust. Wenn eine Grundangst für dich ist, dass deinem Kind etwas passiert, dann zeigt es, dass du an der Stelle Gott nicht vertraust, dass er sich um deine Kinder kümmert. Wenn deine größte Angst ist, dass du finanziell nicht mehr aufgestellt bist, dass dein Job weg ist und du Verlust materiellen erlebst, dann zeigt es, dass an der Stelle Gott nicht dein Versorger ist, dass du Gott nicht als deinen Versorger betrachtest. Wenn Angst vor Ablehnung sehr stark bei dir ist, dass du irgendwelche Fehler machst und denkst, die Leute schieben mich dann weg. Vielleicht ist es manchmal Erfahrung, aber auf Gott bezogen ist die Frage, wie sieht es mit deinem Selbstwert aus? Vertraust du darauf, dass Gott dich wunderbar und wertvoll gemacht hat? Das sind unangenehme Fragen. Also, ich kenne das. Aber die zeigen mir, dass so ein Gebet ein gefährliches Gebet ist, weil das mein Leben angeht, weil es um die Grundfesten geht, weil es mich weiterbringen könnte. Manchmal Mut aufbringen müsste, einen Schritt weiter zu gehen. Ich habe einen coolen Vers heute früh noch gefunden, dass in der Liebe keine Furcht ist. Und ich habe gedacht, ich möchte Gott näher sein, ich möchte Gottes Liebe näher sein, näher in meinem Leben haben, als die Ängste.
Ich möchte Gottes Liebe näher in meinem Leben haben. Das soll mich mehr prägen als meine Ängste. Es gibt keine Furcht in der Liebe, sondern die völlige Liebe treibt die Furcht aus. Im 1. Johannes steht das, 1. Johannes 4, Vers 18. Es gibt keine Furcht in der Liebe, die völlige Liebe treibt die Furcht aus. Gott hat uns keinen Geist der Furcht gegeben, heißt es auch im Timotheusbrief. Furcht kommt nicht von Gott. Das ist ein Teil von unserer Vision als Kirche. Wir wollen furchtlos leben in dieser Gesellschaft, die so von Furcht und Sorgen geprägt ist. Wir wollen einen Unterschied machen. Wenn das ein Thema ist bei dir, dann rede mit deinen Freunden drüber, dann rede mit Gott darüber, dann tragt euch als Kirche, als Familie, als Kleingruppe, tragt euch gegenseitig, bringt euch gegenseitig zu Jesus. Wenn du schaffst, dass du deine Klappe aufmachen kannst, dann lass Gott da ran, und wenn das alleine zu schwer ist, dann nimm dir jemanden. Wenn du keinen hast, nutze das Gebetsteam hier. Führung auf diesem Gebiet zu erleben, ist total wichtig, weil Furcht kommt vom Teufel. Ich habe so eine kleine Sorgenbox, eine Idee mal gehabt. Ich dachte, cool, manchmal hilft es mir, also praktisch hilft mir das, wenn ich Ideen habe, dass ich Dinge aufschreibe, damit ich sie nicht vergesse. Das machen viele. Wenn du Nächte hast, wo du nicht schlafen kannst, ein Ding, um mir das zu visualisieren, ist, dass ich Dinge aufschreibe und in eine Box packe. Und zu sehen, gibt es, also ich will diese Sorge jetzt auf Gott werfen. Ja, sorg dich um nichts, sondern betet um alles, steht hier drauf. Und ich kann dann die Zettel nehmen und dort reintun und zu sagen, Gott, sie sind jetzt bei dir. Und wenn ich irgendwann mich hinsetze, kann ich zurückblicken und gucken, durch welche Sorgen hat Gott mich getragen? Welche Probleme, die ich bei Gott abgeladen habe, haben sich denn also bewahrheitet oder was wurde gelöst? Und da kannst du staunen, was Gott macht, oder wirst merken, dein Vertrauen in Gott wird größer. Deine Sorgen sind oft gar nicht eingetreten, sondern du hast erlebt, wie Gott dich führt. Vielleicht ist das eine Hilfe, die dir ein bisschen helfen kann, dein Vertrauen im Rückblick auch stärken zu lassen, zu entdecken, wie sieht es eigentlich aus. Erforsche mich, Gott. Offenbare meine Gedanken. Und das Dritte, offenbare falsche Wege. Wo bin ich falsch abgebogen, damit ich sowas fühlen kann? Damit so eine Emotion da sind? Wo bin ich falsch abgebogen, dass sowas passieren konnte? Habe ich mich mal gefragt, warum bin ich manchmal so? Warum denke ich denn so? Was ist denn passiert? Wo habe ich mich über andere erhoben? Wo habe ich irgendwas, also wo habe ich so eine Emotion zwischen mir und Gott auch kommen lassen, dass dieser innere, diese Standleitung gar nicht mehr so da ist? Und ich glaube, da redet in diesem Punkt offenbare falsche Wege, dass Gott da auf ganz unterschiedliche Weise redet, weil das ist der Punkt, wo ich mir auch was vormache. In einer anderen Stelle im Alten Testament gibt es einen Bibelvers, da heißt es über unser Herz, dass nichts so undurchschaubar, nichts so tief ist wie unser Herz, wie das menschliche Herz. Nichts ist so undurchschaubar wie das menschliche Herz. Es ist unheilbar krank. Wer kann es ergründen? Und im nächsten Vers heißt es, ja, ich, der Herr, ich ergründe es. Ich kann da hineinschauen. Egal wie tief das Ding ist, ich kann reingucken. Und ich kann dir sagen, was da los ist. Ich kann das ergründen. Weil wir machen uns schnell was vor. Wir reden uns das zurecht. Wir legen uns die Dinge oft zurecht, weil wir die brauchen. Und wir hören meistens zu wenig auf die richtigen Rückmeldungen und zu sehr auf die falschen Rückmeldungen. Ja? Heißt nicht, dass wir uns für jede Kritik irgendwie öffnen müssen, aber hör auf deine Freunde, weil da redet Gott manchmal. Hör auf die Leute in deinem Umfeld, die dich kennen, weil da redet Gott manchmal durch. Nimm dir die Bibel. Guck, wie sieht's aus? Wo relativierst du negative Dinge? Bei welchen Themen, die dir so begegnen, tickert dich irgendwie was an im Herzen? Vielleicht ist es ein Treffer. Ein Teil dieses Gebetes, offenbare falsche Wege, geht gegen meinen Stolz oder gegen unseren Stolz, dass wir denken, wir wissen es besser. Und das Letzte schließlich, leite mich auf deinen Weg. Umkehren, wieder in die Spur kommen, Vergebung aussprechen, selbst auch Buße tun. Das ist so ein altes Wort, Buße tun und Beichte und weiß ich was, aber letztlich bedeutet es, wieder auf die Spur zu kommen, Dinge in Ordnung zu bringen. Ich vergleiche das immer gerne mit einem Freund, der lange Zeit weggewohnt hat, der woanders gewohnt hat, und unsere Freundschaft war nicht so intensiv. Wir haben uns gemocht und wir haben uns auch mitunter gesehen, aber die Freundschaft war anders. Jetzt, wo er wieder hier wohnt, gehen wir ganz anders miteinander um. Die Beziehung ist viel näher. Sie prägt viel mehr. Der Alltag gestaltet sich ganz anders. Der Einfluss aufs Leben ist ganz anders. Und so, das verbinde ich immer gerne damit, dass wir mit Gott wieder auf die Spur kommen, dass wir wieder näher an Gott herantreten, dass wir Dinge ausräumen, die dazwischen sind, dass man wieder im Alltag mehr mit Gott zu tun hat, dass diese Standleitung, die Nähe zu Gott wieder da ist. Und genau das meine ich, wenn wir uns Gott annähern, dann ist das Ziel, dass wir nah an Gott dran sind. Das ist das, was Jesus mit seinem Lebensstil vorgelebt hat. Das, was die Jünger fasziniert hat an Jesus. Und so ein Gebet, so ein gefährliches Gebet, das wirst du nicht so einfach beten. Vielleicht machst du es manchmal, weil du nicht genau weißt, was du da betest, aber
wenn du dich von Erfahrungen von der Gesellschaft oder vielleicht auch vom Stil der meisten Christen oder wenn du dich einfach dem hingibst, wenn du dich davon prägen lässt, was die meisten Leute sagen, fühlen doch alle so, ja, erleben doch alle so, wie soll ich denn da anders reagieren, der redet schlecht über mich, dann ist doch klar, der hat mir die Reifen zerstochen, ne? Ist doch klar, dass ich da nicht so reagieren kann, der ist nicht so fromm gewesen, wie er sollte, ja, ist doch klar, da muss man doch so reagieren. Wenn du so eine Einstellung hast, dann wirst du so ein Gebet nicht beten. Wenn du dich von dieser Einstellung prägen lässt, dann wirst du die gleiche Person bleiben. Es braucht Mut, dieses Gebet zu beten, dass Gott mich erforschen soll, dass er meine Gedanken offenbaren soll. Vielleicht fängt der ein oder andere an, diese ersten 18 Verse oder diese Einstellung der ersten 18 Verse zu nehmen, daran zu üben, erstmal sich aufzutun, sich vor Augen zu malen, wer ist Gott überhaupt? Vielleicht kennst du Gott noch gar nicht. Dann mach dich auf den Weg zu überlegen, wie ist Gott eigentlich? Wer ist Gott eigentlich? Was hat es damit auf sich? Bereite dich vor, diese Klappe zu öffnen. Vielleicht ist es für manche dran, zu sagen, Gott, erforsch mich, pack erstmal aus. Ja? Zu zeigen, ich will sehen, was für eine Emotion da eigentlich in meinem Leben so drin sind. Damit die überhaupt irgendwann sich verändern können. Und vielleicht sind auch manche dabei, die sich trauen, dieses Gebet mitzubeten. Erforsche mich, Gott, erkenne, was in meinem Herzen ist. Prüfe mich, erkenne meine Gedanken. Sieh, ob ich einen Weg eingeschlagen habe, der mich von dir weggeführt hat. Oder wegführen würde. Leite mich auf deinem Weg, der ewig Bestand hat. Dieses Gebet ist gefährlich, weil das zeigt meinen Teil. Das zeigt meinen nächsten Schritt. Das zeigt vielleicht auch den der anderen, aber es zeigt in erster Linie meinen nächsten Schritt. Und wenn du magst, dann bete mit und überlege, was ist dein nächster Schritt auf diesem Weg, diese gefährlichen Gebete zu erleben, wo wir merken, wir erleben plötzlich eine Übernatürlichkeit, die Leute interessiert, die Leute anstecken lässt, weil sie merken, irgendwas ist da anders. Das ist nicht ein frommes Yoga, was die da machen, sondern da passiert wirklich was. Jesus, und dafür danke ich dir, dass du an dieser Stelle wirklich mein und unser großes Vorbild bist. Dass du nicht eine religiöse Übung praktizierst, wenn du betest oder wenn du gebetet hast, sondern dass du in der Beziehung warst mit deinem Vater im Himmel. Und ich danke dir, dass du uns kennst und dass du uns die Bibel, dass du uns deine Texte gegeben hast, damit wir davon inspiriert werden. Und ich bitte dich für jeden Einzelnen von uns, dass wir in diesem Jahr weiterkommen in diese Beziehung hinein, dass wir nah an dir dran sind. Du weißt, wo jeder Einzelne steht und was so der nächste Schritt ist. Vielleicht ist es für manche, und für die will ich jetzt ganz besonders bitten, die irgendwo auf dem Weg dabei sind, dich zu entdecken. Ich bitte dich, dass in diesem Jahr sich diese Tür über dem Herzen ein Stückchen mehr öffnet. Dass sie dich entdecken und dir erlauben, reinzugucken. Du weißt ja eh schon alles, wir wissen es manchmal noch nicht. Aber ich bitte dich um diesen Mut, sich auf die Suche nach mehr zu machen. Ich bitte dich, dass du in unseren Herzen Dinge freilegst, von denen wir manchmal nicht genau wissen, warum wir so sind, wie wir sind. Ich bitte dich um diesen Blick dahinter, zuallererst für unser Leben, dass du den, wie so ein Scheibenwischer, dass du Dinge einfach freischiebst, damit wir einfach mal gucken können und entdecken können, wie es ausschaut um uns. Und ich weiß, dass es ein schweres Gebet ist, weil die Konsequenzen, ja, herausfordernd. Aber ich bitte dich, dass du denen und uns, die dieses Gebet auch beten, dass du uns begleitest. Ich danke dir, dass wir erleben werden, was es heißt, das Gebet verändert. Was es heißt, mutig voranzugehen in dieser Stadt, an diesem Ort, in unserem Umfeld. Was es heißt, mutig zu beten, mit Glauben zu beten. Sich nicht damit zu begnügen, naja, wir sind halt so und alles ist so und dann sich zurückzulehnen, sondern auch den unbequemen Weg zu gehen, weil wir merken, es bringt uns näher zu dir und es bringt andere Leute zu dir, es hilft und prägt. Ich bitte dich darum, dass das passiert. Ich danke dir, dass du Geduld hast und ich bitte dich, dass du in dieser Woche uns Zeiten schenkst, wo wir das tun, wo wir merken, wie du uns durchleuchtest und wie wir dich ranlassen. Danke, dass du uns einen Blick und an der Hand hast und ich bitte dich um Momente in dieser Woche, wo wir merken, dass du Auswirkungen hast und das Gebet Auswirkungen hat und dass wir Schritte weitergehen und entdecken, wie wir mit dir vorankommen. Amen.